Max, was soll man zu dir noch sagen? Du bist Fährtenleser? Ja, den Namen hat man mir übertragen. Das war jetzt nicht von mir so gewollt, aber naja, warum nicht? Na, wenn man deine Projekte sieht, dann kann man sich schon vorstellen, warum der Name kommt. Du magst es gern ganz gründlich, oder? Im Grunde ja. Ich meine, ich mache, das habe ich schon immer gemerkt, die Dinge ein bisschen anders. Mich interessieren andere Dinge, mich interessieren sehr oft Dinge, die nicht Mainstream sind, wenn man es so will. Und ich glaube auch, das drückt sich in meiner Architektur ein bisschen ab, ja, wo hingegen ich jetzt diese tolle Eingangsszene, die du schon vorweggenommen hast. Ich habe nicht verraten, was damit verbunden ist. Genau, und das kommt. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, Bühne frei, oder? Du bist dran, danke. Und startest mit deinem Vortrag. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Es ist unglaublich fast. Also ich war seit über einem Jahr auf keiner Veranstaltung mehr. Und dann ist das die erste Veranstaltung und gleich eine Veranstaltung, wo ich was sagen kann. Und dann würde ich eigentlich vorschlagen, wir fangen gleich an. Und zwar mein Titel, ich habe mir lange den Kopf zerbrochen, wie soll ich das nennen? Es ist auch dann schon im Einstieg gekommen, Fährtenleser oder dergleichen. Ja, ich finde, es hat etwas und vielleicht komme ich später darauf zurück, warum ich glaube, wenn man sich mit dem, was ich mache, auseinandersetzt, das nicht ganz von der Hand zu weisen. Der Titel, den ich dann gewählt habe, eigentlich bin ich mit ganz wenig zufrieden. Den können Sie in die eine oder in die andere Richtung lesen. Also das wie der Volker auch schon gesagt hat, ich bin schon recht früh mit Architektur in Verbindung gekommen. Und zwar wie früh, das würde ich gerne anhand dieses Einstiegs darlegen. Also ich bin über die Formel 1 zur Architektur gekommen. Das war einfach bei mir so. Und zwar das war, wie ich ein kleines Kind war, war ein sehr aktives Kind und ich habe immer gerne mit meinem Vater irgendwelche Sachen gebaut. Aber es hat dann immer gegeben, alle zwei Wochen war ein bisschen was anders. Und zwar da ist wer gekommen, das war ein grauhaariger Herr, der die ganze Zeit geraucht hat. Also ich habe das als kleines Kind, das war noch der 80er, da war das noch nicht so, dass man in der Wohnung nicht geraucht hat. Er ist gekommen, meine Eltern haben nicht geraucht, er ist gekommen, rote Marlboro hat er gehabt. Darum hat das mich immer fasziniert, rote Marlboro. War im Fernsehen und rote Marlboro hat dieser Herr auch gehabt und das war der Günther Domenik. Und dann ist es immer losgegangen, das Formel-1-Rennen. Ich wollte das an sich schauen, aber ich war noch nicht alt genug, dass es mich wirklich über die volle Länge interessiert hat. Und dann haben sie mich immer weggeschickt und ich musste ein kleines Auto aus Lego bauen. Und da war ich immer recht schnell fertig. Und dann bin ich wieder rausgekommen und habe es den strengen Augen des Günther Domenik gezeigt. Und dann hat er immer gesagt, naja, irgendwas musste ich immer nachbessern. Und wie dann das Rennen zu Ende war, da ist es meistens dann so gewesen, dass das Auto dann gepasst hat. Und damals war ich wahnsinnig stolz, weil ich habe denen dieses Auto gebaut und ich glaube heute zu wissen, das war einfach eine, ja, mach das und lass uns in Ruhe schauen. Also, und daraus ist dann eigentlich ich habe gemerkt, wir waren in einer Bürogemeinschaft mit meinem Vater und ich habe dann gemerkt, dass ich diesen Menschen irgendwie mag. Es war ein sehr ein ungewöhnlicher Typ und einer, der immer sehr eigene Vorstellungen von den Dingen gehabt hat. Und in diesem Haus hier bin ich aufgewachsen und das hat mich sicherlich auch sehr stark geprägt. Das war das Haus, das mein Vater in der Zeit gebaut hat, wo bei ihm die wirklich großen Projekte losgegangen sind, das Resovi-Zentrum in Graz beispielsweise, beziehungsweise die anderen Projekte mit dem Domenik. Und kurz danach kamen dann noch größere Projekte wie das T-Mobile Center und dergleichen. Und ich jetzt auch mit der Geschichte, da ich einen, ich nehme mal diesen Laserpointer hier, und da hat eigentlich meine Laufbahn begonnen. Sieht man den roten Punkt? Ja. In diesem kleinen Gebäude hier in Graz hat meine Architekturlaufbahn eigentlich wirklich begonnen, und zwar das war das Modellbau-Kammerl gegenüber
war das Büro der Architekturconsultant, damals noch Dominik Eisenkirk. Und ich habe die Sommer damit zugebracht, dass ich mein Geld damit verdiene, dass ich da Architekturmodelle baue. Die Bank Austria im Unicampus und dann später mitgebaut beim LKH West. Und mich hat das wahnsinnig geprägt. Es waren immer Großprojekte. Und ich habe aber eine gewisse, ich habe schon damals gemerkt, die Großprojekte, das hat mich damals nicht so gefesselt wie zum Beispiel andere Dinge, fast beiläufige Dinge. Und ich habe damals schon den Eindruck gehabt, dass bei mir, dass mich vernakuläre Architektur, ich habe damals natürlich nicht gewusst, was das ist, aber mich haben solche Sachen beispielsweise, die ich zufällig in der Landschaft gefunden habe, eigentlich zuweilen mehr interessiert als gewisse Großprojekte. Ich habe in Graz mich dann schon für Dinge interessiert, die damals noch eher in der Richtung waren, dass sie übersehen wurden, dass sich niemand darum gekümmert hat, beziehungsweise sind die Dinge teilweise auch dann abgebrochen worden. Was hier beispielsweise zu sehen ist, müssen sagen, wenn ich davor stehe, auf die Seite, das sind beispielsweise zwei Zeugen der frühen Moderne in Graz, das sind zwei Eichholzer Gebäude. Eines ist mittlerweile wieder saniert und eines, glaube ich, hart noch der Dinge. Und das waren so von Anfang an Objekte, die mein Interesse geweckt haben und Dinge, wo ich eigentlich gedacht habe, das möchte ich studieren, das möchte ich genauer kennenlernen. Auf meinen Reisen haben mich dann Dinge interessiert. Das ist beispielsweise von Bill Lucas das Glashaus. Das ist ein fantastisches Gebäude. Da steht eigentlich nur 4 Stützen. Ich weiß bis heute nicht, wie es haltet. Und das ist das einzige Gebäude, wo ich auch eigentlich nicht sagen kann, wie es eigentlich aussieht, obwohl ich schon so viele Bilder davon gesehen habe. Aber man kann sich witzigerweise davon kein wirkliches Bild machen. Jedenfalls, das sind Dinge, die mich prägen, die mich prägten und die mich umtreiben. Und Beiläufiges. In einer Reise beispielsweise dann ein Treppenlauf von Arne Jacobsen von der Novo-Fabrik in Kopenhagen. Und ich habe das dann auch gemerkt. Dieses Zitat von Louis Sullivan gefällt mir ganz gut. So wie du bist, so sind auch deine Gebäude. Und das war auch für mich ein Thema, dass ich immer gedacht habe, warum sind mich so kleine Projekte mehr als große und dass auch ich mich nicht dann irgendwie davor verstecken musste. Ja, der Max baut noch kleine Einfamilienhäuschen. Nein, so ist es auch nicht. Aber dafür war ich oder bin ich bekannt. Wird sich auch mittelfristig ändern, aber es interessiert mich eben sehr. Und darum ist auch in diesem Vortrag, und ich muss jetzt schauen, dass ich nicht zu lange werde mit meinen einzelnen Ausführungen. Ich werde schauen, dass ich mich ein bisschen dass ich das kompakt mache. Also wenn ich zu langsam bin, muss ich einfach ein bisschen schneller reden. Und falls Sie irgendwie Fragen oder irgendetwas nicht verstehen, Sie können mir gerne aufzeigen und ich werde es versuchen, dann gleich zu erklären. Ja, schon während dem Studium habe ich mir, ist eigentlich in mir der Entschluss schon aufgekommen, ich möchte das selber ausprobieren. Ich möchte gewisse Dinge jetzt machen, selber machen, versuchen, so gut zu machen, wie ich das kann. Ich habe gleich gedacht, ich schaff das. Kein Ding. Es geht. Im Studium habe ich dann meine ersten Bauprojekte begonnen und habe wirklich Leute gehabt, die mir da vertraut haben. Ich weiß bis heute nicht, warum die mir dieses Vorschussvertrauen damals entgegenbringen haben können. Wie das vorige, das ist dann sogar zur Ausführung gekommen. Hätte ich nie für möglich gehalten. Kam die Frage des damals noch lebenden Professor Hans Hügel, der nach der Einreichung gesagt hat, jetzt kannst du das bauen. Ah. Und dann habe ich kurz überlegt, sicher, ja, mache ich. Keine Ahnung gehabt, wirklich nichts, wie ich das umsetze. Und irgendwie ist es geglückt. Und es steht bis heute noch. Dann kam eigentlich eine relativ lange Zeit der ersten Jahre des vielen Ausprobierens von diversen Projekten. Das war ein Projekt, für das bin ich gefühlte 20 Mal nach Graz gefahren. Und das war das
Allerwichtigste und es musste unbedingt alles für dieses Projekt getan werden. Das war das neue Clubhaus des Grazer Parkclubs, so hätte es aussehen sollen. Ich habe mir jetzt erspart ein Bild hinzutun, wie es jetzt aussieht. Nur so viel, es ist nicht zur Ausführung gekommen. Das andere ist dann gemacht. Den Zaun gestrichen. Ja, und dann kam eigentlich die Zeit, wo diese Jahre sich begonnen haben auszuzahlen und auch mein erstes Projekt, was auf gute Resonanz gestoßen ist und das mir auch wirklich gefallen hat oder beziehungsweise so war, dass ich es heute genauso gerne ansehe wie damals. Das war für die eben jenen Bauherren wie vorher das Seehaus, die haben mir damals die Aufgabe gegeben, eigentlich ein kleines Apartmenthaus zu bauen am Neufelder See in Hornstein und wusste ich schon ein bisschen mehr, habe ich mich schon ein bisschen mehr getraut und im Grunde handelt es sich hierbei um 1, 2 und im unteren Geschoss im Hof dieses U-förmigen Baukörpers dann eine dritte Wohneinheit. Hier im Hintergrund sieht man den Neufelder See und ein Punkt, der bei uns immer maßgeblich ist und bei mir immer maßgeblich war, ist der Modellbau. Es war immer und ist mir immer ein großes Vergnügen, wenn ich meine Projekte im Modell darstellen kann. Und ich habe da auch so einen Punkt, wo ich mein Projekt irgendwo verorten kann. Wenn ich ein Modell sehe, das ich jeden Tag sehe, dann denke ich kurz jeden Tag an dieses Projekt. Und das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit und Bestätigung und Freude in dem, was ich tue. Das hier ist die Vorderansicht. Und wir sind hier für meine Begriffe von vielen Details und von vielen Baukonstruktionsdetails sehr ans Limit gegangen. Es war damals, mach's einfach, wird schon passen. Und wir haben da gute Statiker gehabt und auch dieses Gebäude ist bis heute eigentlich, bis auf ein paar Fassaden-Nacharbeiten, war nichts daran zu tun. Dann eine lustige Erfahrung, stellvertretend für meine Wettbewerbserfahrungen, die mich mit einem Wort zusammenfassen möchte, durchwachsen. Aber immer lustig. Das war eine besondere Kooperation mit meinem Kollegen und sehr guten Freund von mir, mit dem Lukas Göbel. Ich freue mich sehr, dass er heute auch da ist. Und er ist geladen worden für diesen Wettbewerb, das ist ein Weingut in der Wachau. Und gefragt, Max, wie schaut's aus? Magst du mitmachen? Ja, machen wir. Wir sind dann hergegangen und haben diese Streifen hier stellen, die Weinreben da. Und im Hintergrund hier sieht man die typische, also die Bebauung, die für diesen Ort, wo dieses Projekt gestanden ist, typisch war. Und wir haben versucht, den großen Flächenbedarf eines Weinbetriebes aufzuteilen auf mehrere Volumen. Dort, wo man die Höhe braucht, hätten wir dann eben Baukörper in der entsprechenden Höhe gemacht mit einem Veranstaltungszentrum in der Mitte und überall, wo man die Höhe nicht braucht, haben wir vorgehabt, dass wir Boden eben bleiben. Es schaut dann in der Gesamtheit absolut landschaftsverträglich aus, so wie ich der Meinung bin. Diese Aufgliederung war natürlich, wir haben uns orientiert an den Baukörper, sind aber natürlich eine konsequente eigene Formensprache gegangen. Geplant war, das Ganze in Sichtbeton umzusetzen. Und warum ich das zeige, zeigt das nächste Bild. Und also wir haben diesen Wettbewerb gewonnen. Das war eigentlich unerwartet. Wir haben präsentiert und gesagt, das wird sicher nichts nach der Präsentation. Lukas war ein bisschen optimistischer und irgendwann bekamen wir einen Anruf, ihr habt den Wettbewerb gewonnen. Und für mich war es super, erster Wettbewerb gewonnen, das setzen wir genauso um. Ja, da lassen wir uns nicht von den Bauherren irgendwie abweichen oder von irgendwelchen anderen Umständen dazu verleiten, dass wir das anders machen. Ja, waren felsenfest davon überzeugt. Und dann hat es begonnen, anders zu werden. Und das jetzt kommt, die Bauherren haben uns dann irgendwann eingeladen, haben gesagt, sie gefällt ihnen eigentlich eh, aber sie hätten es gern eine Spur anders einfach angepasst. Ja. Und das kam dann dabei raus. Und bis heute eigentlich noch keinen Wettbewerb umgesetzt, so wie wir ihn umsetzen wollten. Weil irgendwann haben wir dann gemerkt, das
ganz, wir haben versucht, was wir tun konnten, aber da war nichts zu machen. Am Ende ist es dann umgesetzt worden auf eine andere Art und Weise. Eine Sache, die mich immer interessiert hat, war das Bauen in den Bergen und hier auch dieses Projekt für die Familie Schröder am Leierhof, beziehungsweise bei Abtenau auf dem Weg Richtung Postalm hatte ich die Möglichkeit, dieses Alpenhaus zu realisieren. Ich habe mich bewusst hier für ein paar kleine Bilder entschieden, weil es so meinen Standpunkt darlegt, wie ich finde, dass oder wie ich Architektur verstehe. Es ist die Fassade mittlerweile so abgewittert, dass man das Haus oft nur aufgrund der Reflexionen der einzelnen Glasscheiben wahrnimmt und in der Gesamtheit bleibt es in der Landschaft komplett unauffällig und so soll es auch sein. Mein neuestes Projekt, darüber möchte ich jetzt ein bisschen ausführlicher sprechen, das ist in einem Straßendorf in Niederösterreich, in Neueigen. Und wir haben die Architekturtage gehabt und Open Ateliers, das kann man machen, das ist immer ganz lustig. Da kommen dann 5 bis 10 Leute über den Tag verteilt und die sagen, ja, sind interessiert am Büro und schauen sich da gerne an, was man da so macht. Und da kam eine Dame, die hat sich einmal interessiert für meine Projekte, da habe ich ihr das ein bisschen erklärt und dann hat sie fast sich nicht sagen getraut, ja, ich hätte ja auch was, ja, und ob ich mir vorstellen könnte, daraus was zu machen und beziehungsweise ob man das vielleicht eh wegreißen muss, weil sie glaubt, das kann man nicht mehr halten, weil alle hätten ihr gesagt, man könne es nicht erhalten. Das war dieses Straßenhaus hier. Neueigen ist ein Dorf in Niederösterreich, das sehr stark vom Strukturwandel betroffen ist und zwar vom Strukturschwund eigentlich. Das exemplarisch habe ich hier eine andere Ortschaft in Niederösterreich rausgenommen beziehungsweise den Tipp bekommen, weil ich keine alten Fotos in Neueigen gefunden habe. Aber hier sieht man, finde ich, ganz deutlich, was mir ein großes Anliegen ist. Und zwar, das ist eigentlich der Verlust einer Kulturlandschaft, wenn man es so will, beziehungsweise, das kommt eh noch später im Vortrag, mein starker hinsichtlich Denkmalschutz beziehungsweise historische Gebäude oder historische Architektur, das ist mir einfach ein großes Anliegen. Wenn man diese Bilder hier vergleicht, vielleicht würde man dieses Bild da rechts oben auch schwarz-weiß machen, so würde man vielleicht meinen, ja, so anders ist es nicht. Ich finde, es ist extrem anders und ich finde, ich leide darunter zum einen eben unter dem Strukturwandel der Dörfer wie Neueigen komplett ausleert. Es gibt dort keinen Kindergarten mehr. Entschuldigung, einen Kindergarten gibt es noch, aber es gibt dort keine Schule mehr. Es gibt dort keine Gastronomie mehr. Es ist ein reines Wohndorf geworden. Die gesamte Verwaltung und das gesamte Leben findet in Dullen statt und in Neueigen gibt es nichts mehr. Ergo auch keine lebendigen Straßen mehr. Was dann folgt, sind einfach schnelle Durchzugsstraßen mit Parkflächen. Es wird dann vielleicht noch versucht, damit Vegetation gegenzusteuern an den Fassaden. Aber im Grunde ist das eine Sache, die mir Kummer bereitet, beziehungsweise wo ich der Meinung bin, dass es in anderen Ländern besser gemacht wird, dass es auch attraktiver gemacht wird, eben sich auch dann in gewissen Dörfern wie diesem, zum Beispiel in Drösing und in Neueigen ist es genau das Gleiche, dass der historische Ortskern austrocknet und das Einzige, wenn sich neue Leute ansiedeln, sich dann am Rand ansiedeln, wo 500 Quadratmeter Parzellen abgetrennt werden und dann mit entsprechenden Neubauten versehen. Also ich finde das Leben dort deutlich attraktiver im Ortskern, wenn man es versucht richtig zu machen, als dann draußen, wo jeder sich hinter seiner Hecke versteckt. Hier sieht man das noch einmal. Also an der Straße ist das hier das letzte verbliebene historische Gebäude. Alle anderen Gebäude, das ist ein ganz neues und die zwei sind schon aus den 80er Jahren. Alles neu und der Bebauungsplan lässt es leider zu, die
die bringen es, lösen eigentlich diese geschlossene Bebauung und diese, so diese durchgehende Fassaden-Aneinandergliederung auf. Ja. Und oftmals wird gar nichts mehr gemacht. Diese langen Grundstücke hätten aber durchaus Potenzial und durchaus Möglichkeiten, aus denen viel mehr zu machen. Was wir am Ende durchgeführt haben, war, dass wir hier dieses Haus mit sehr, sehr geringem Budget, das Budget war verschwindend gering, versucht haben irgendwie zu retten. Und diese später angebauten Seitentrakte, die haben wir abgebrochen. Dieses aus den 70er Jahren stammende Garagendach auch. Ich bin sicher, ursprünglich stand hier einmal etwas. Die Parzellierung ist dann später erfolgt. Ja. Das war das Ergebnis der Sanierung mit de facto keinem Aufwand. Dieser Haken da ist Zeuge eines mehrfachen Umbaus. Wir haben Lehmziegel gefunden, sogar Steine, und wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als dass wir die Mauerwerkstrockenlegung gemacht haben. Wir haben eine neue haustechnische Anlage, eine neue Heizung, neue Elektroinstallation gemacht. Für mehr hat das Geld nicht gereicht. Sogar die Kunststofffenster sind vorerst einmal drinnen geblieben. Die waren schon drinnen. Ich persönlich hätte dann mit Kunststofffenster einfach schon weniger eine Freude gehabt. Am Ende, hier sieht man es noch, war dann ein Fokus auf diesem hofseitigen ursprünglich Ateliergebäude. Wir haben dieses Ateliergebäude auf 6 cm schlanke Stahlstützen gestellt und es sollte zum Garten hin überhaupt keine Wände haben. Der Vordach, das große Vordach, sollte das Atelier der Künstlerin vor direkter Sonneneinstrahlung möglichst schützen. Die Künstlerin ist die Frau Monika Rinnösl, die hat sich jetzt zur Ruhe gesetzt, um sich vollends ihren Tonskulpturen zu widmen. Und dem Altbaukörper, dem schweren, dem massiven Baukörper, haben wir dann diesen filigranen und leichten Baukörper entgegengesetzt. Und da wir dort arbeiten mit wenig Budget, ja, das war immer bei meinen Bauten ein Thema. Und ich muss auch zugeben, ich mache es gern. Ich mache es gern. Also Luxusbauten interessieren mich eigentlich nicht. Wie arbeiten wir im Büro? Ich habe es zu Eingang schon einmal erzählt, dass mir Modellbau sehr wichtig ist. Und was mir auch weiter wichtig ist, ist die Zeichnung mit der Hand, sei es jetzt die freie Skizze, beziehungsweise in der Mehrzahl meiner Projekte entsteht zu Beginn eine Handzeichnung mit Lineal und Bleistift. Ganz oldschool und meistens bei mir auf meinem Küchentisch am Abend. Und das ist die Zeit, wo ich mich eigentlich am freisten meinen Architekturaufgaben widmen kann. Und das geht dann teilweise relativ lange, bis dann der Computer dazukommt. Es kann sein, dass es einmal früher geht, dann mache ich am Computer nur ein paar Striche, beziehungsweise entwickelt das dann im Laufe der Zeit wieder analog weiter, und eigentlich der analoge Prozess ist in der Architektur etwas, ist in der Architektur einer, der mir persönlich sehr, sehr zusagt. Und ich glaube, ich möchte das auch nie anders machen. Also ich kann nicht am 3D entwerfen oder es liegt mir fern, sagen wir mal so. Die neuesten Projekte, die wir in unserem Büro haben, die kommen jetzt. Ja. Und zwar das eine ist ein Pavillongebäude, das wir aus vorgefertigten Holzteilen in Nussdorf am Attersee mit Blick an den Attersee durchführen wollen. Mal schauen, ob es gebaut wird. Und kann man das erkennen? Ist das, ich sehe das so verpixelt, aber gut, ja, wenn man es erkennt. Da wie dort ist eine ganz eine leichte Konstruktion, eine fliegende Konstruktion, die sich dann über einer Schmetterlingswiese entfalten soll. Keine Gartengestaltung, kein Carport, nichts. Es ist einfach eigentlich nur ein kleiner Pavillon, den man komplett öffnen kann. An zwei Seiten soll die halbe Fassade öffnbar sein. Und aus diesem Einraumhaus
wenn man es will, wenn man es abtrennen will, ein Vierraumhaus machen. Es ist geplant, dieses Gebäude nur im Sommer zu verwenden, und es gibt die Möglichkeit, dass man es ein bisschen rudimentärer baut. Die Bauvorschriften in Österreich sind ja teilweise einfach so, dass sie halt zu einer anderen Ästhetik führen, sagen wir es mal so, ganz wertfrei. Das ist noch eine Ansicht von vorne, wie das einmal ausschauen soll, mit einer ganz rudimentären Laube und hier eine Erweiterungsmöglichkeit für einen etwaigen Arbeitsplatz. Das nächste Projekt, das liegt mir besonders am Herzen. Das ist ein Atelier für meine Mutter. Meine Mutter malt und wünscht sich ein Ateliergebäude, in dem sie das machen kann. Hat mich gefragt, ob ich den Entwurf beisteuern kann. Und es ist an sich nichts anderes als ein Baukörper auf 6 schlanken Holzstützen und von dieser Seite nichts weiter. Es soll keine Wand geben, nichts dazwischen. Es soll beispielsweise, hier sieht man eine Glasscheibe, beziehungsweise beim nächsten Bild sieht man das noch besser, eine Glasscheibe, die von oben nach unten fährt und auf einer Höhe von 1 Meter stehen bleibt und so die Möglichkeit bietet, hier ohne Absturzsicherung auszukommen. Der hintere Teil des Gebäudes mit einer Faltwand, die zur Gänze auf die Seite gefaltet wird, ermöglicht, dass man dieses Gebäude im Sommer gänzlich öffnet und es dann eigentlich nicht mehr als Gebäude wahrnimmt, beziehungsweise es sich dann für den Benutzer anfühlt wie eine Laube. Und ergänzt wird das Ganze um einen Betonpodest, von dem aus das erschlossen wird. Und in minimalem Ausmaß haben wir an dieser Seite noch einen kleinen Nassraum und ein kleines Lager angebracht. Die schweben wie angedockt an diesem Hauptbaukörper und sind von den meisten Blickachsen nicht wahrnehmbar. Sind die Größenverhältnisse sind hier dargestellt. Und ja, das waren die Projekte, die wir aktuell im Bereich unserer Hochbautätigkeiten machen. Ich habe das zu Beginn gesagt, dass die Hochbautätigkeiten eine Sache sind, die mir sehr am Herzen liegen, beziehungsweise es auch eine zweite Schiene gibt, die wir durchführen, und das sind Restaurierungen. Die Architekturgeschichte, vielleicht zu Eingangs auch schon diese Beispiele gebracht, die hat mich immer umgetrieben und die hat mich immer fasziniert, beziehungsweise ich würde es weniger als Architekturgeschichte als solches, ich würde es eher einfach der historische Baukultur, ja, beziehungsweise nicht einmal historisch, ich würde einfach sagen Baukultur, das war für mich einfach immer wichtig. Sei es jetzt Alt-Erla, wenn Herr Braseder sitzt, oder sei es jetzt etwas noch viel Älteres. Ja. Wir haben in Österreich nämlich eine wir sind sehr stolz auf alle auf unser baukulturelles Erbe. Das bezieht sich aber dann meistens nur auf ein paar wenige und ein paar ausgewählte Sachen. Und im Zuge meiner Tätigkeit bin ich immer drauf gekommen, für alles andere gibt es ein Verständnis, das zwar vielleicht vordergründig da ist, aber nicht tief geht. Ja. Sei es jetzt Fenstertausch in einem Gründerzeithaus, sei es jetzt einfach die Tatsache, bei einem Gebäude vielleicht sich noch einmal zu überdenken, hier jetzt einen Vollwärmeschutz anzubringen oder auch nicht. Aber ich rede auch nicht nur von der Bautechnik, ich rede auch von gewissen Maßstäblichkeiten, die ich finde, die ein bisschen verloren gegangen sind. Ja. Beispielsweise im baukulturellen Umgang mit Baukultur meine ich zum Beispiel auch, was Westbahnhof gemacht wurde, wo ich der Meinung bin, dass man mit städtischem Raum anders umgehen sollte, beziehungsweise auch gewisse städtebauliche Themen anders behandeln sollte, als es beispielsweise in Wien gemacht wird, mit vielen verkehrstechnischen Lösungen, die ich eher als Halblösungen beziehungsweise Kompromisse bezeichnen würde, und ich der Meinung bin, dass man da durchaus deutlich stringenter vorgehen könnte. Aber diese Restaurierungen
das ist vielleicht ein Satz, den ich dann jetzt noch sagen möchte, ist, wir fahren in meinem Büro hier zweigeteilt. Also meine Entwürfe, die sollen zeitgemäß sein, die sollen überhaupt nichts mit der historischen Architektur, die mich interessiert, zu tun haben. Wie Walter Gropius, der übrigens auch streitbar ist, kann man trefflich über ihn diskutieren. Aber ich finde das Zitat, die Baukunst soll ein Spiegel des Lebens und der Zeit sein, vollkommen richtig. Ich finde, jeder Rückgriff, jede Annäherung und ich würde sogar sagen, jedes Zitat eines anderen Architekten, einer anderen Zeit, einer anderen Baukultur, liegt mir persönlich fern. Und mich interessiert auch immer nur, historisch gesehen, das, was zu seiner Zeit wirklich vorausschauend und modern war. Und dann kam es zu diesem Projekt. Dieses Projekt ist das Haus Rezek in der Wilbrandgasse 37 im 18. Bezirk und es wäre vermutlich, wenn der Denkmalschutz nicht gerade noch eingeschritten wäre, heute nicht mehr da, weil einfach das Grundstück zu wertvoll ist. Es ist in Wien gängige Praxis, dass Gebäude einfach niedergerissen werden, weil es einfach die Wiener Bauordnung zulässt, viel größer zu bauen, viel voluminöser zu bauen, beziehungsweise ja, mein Standpunkt dazu ist, natürlich eine Stadt muss nachverdichtet werden, eine Stadt soll nachverdichtet werden, aber es geht in Wien gerade richtig viel gute Baukultur weg und was stattdessen dann gebaut wird, ist leider oftmals nicht anders als ein, sage ich, Investorenprojekt, wo es einfach um nichts anderes als ums Geld geht. Und Geld und rein liberales Vorgehen in so einer Sache erzeugt keine Baukultur. Das muss von der Gesellschaft gewollt werden und von den Architekten betrieben werden. Den Architekten wird es natürlich auch nicht leicht gemacht und in Wien ist so begehrt, die meisten Sachen werden gekauft, ganz egal, was es ist. An gewissen Beispielen, die ich teilweise selber noch fotografiert habe, möchte ich dieses Thema ein bisschen darlegen und näher beleuchten. Das vorliegende Beispiel ist von einem Architekten namens Walter Loos. Walter Loos ist ein großartiger Architekt gewesen, der aber in Wien sehr unbekannt war. Er hat nichts zu tun mit Adolf Loos, also diese Namensgleichheit ist reiner Zufall und hat in der Werkbundsiedlung ein, glaube ich, das kleinste Haus gebaut in der Werkbundsiedlung, also eines der kompromisslosesten und hat in der Bellevue-Straße ein wunderschönes Haus gebaut. Es gibt noch ein paar andere noch existierende Beispiele, aber einige Gebäude sind weg. Und das Gebäude war also fantastisch. Es hätte auch wirklich in der Werkbundsiedlung stehen können. Von den Proportionen, von der grundsätzlichen Anordnung hätte es da reingepasst. Es war aber sogar vier Jahre früher. Und es sind schon alle Aspekte der modernen Architektur, die beispielsweise damals auch schon von Josef Frank angewandt wurde, sind in dem Projekt vertreten. In dem oberen Bild schaut es hier geradezu aus, als könnte es von Josef Frank sein, beziehungsweise seine späteren Projekte, die er in Schweden durchgeführt hat, sind ja dem nicht unähnlich, muss man sagen. Ja. Und ja, da sieht man die zwei historischen Beispiele und da sieht man die zwei Beispiele, wie dieses Gebäude im Jahr 2016 ausgesehen hat. Bin ich jetzt traurig, wenn man so ein Objekt in so einem Zustand sieht, wie es da auf der rechten Seite der Fall ist? Das sage ich prinzipiell so ganz im Gegenteil. Das ist der beste Zustand, in dem man so ein Gebäude vorfinden kann, nie umgebaut. Weil ein schlechter Umbau bzw. eine nicht fachgerecht durchgeführte Sanierung oftmals viele Spuren unwiederbringlich zum Erlöschen bringt. Wie es allerdings ist, ja, verschwindet sowas schnell. So schaut es heute aus. Und ich finde es schade, weil man kann absolut viele Sachen
da neu bauen und Wohnanlagen. Aber bei gewissen Sachen, finde ich, wäre es einfach wunderschön und wichtig, wenn man es erhalten könnte. Ich hätte das sehr gerne hergerichtet. Es war drinnen bis auf jede... Ja. Ja, also wir haben das ist, glaube ich, immer, also ich kann da nicht das Bundesdenkmalamt sprechen. Ich sage, dass meine Erfahrung mit dem Bundesdenkmalamt waren, dass die dort handelnden Personen alle sehr, sehr gut und engagiert sind, ob vielleicht gewisse Sachen schneller bearbeitet werden müssten. Ja, es kommt eh noch ein Beispiel, wo ich dann ein bisschen darauf eingehe. Ich persönlich bin wahrscheinlich sogar zu radikal für so eine Aufgabe. Und man könnte es natürlich argumentieren und sagen, okay, ich glaube, es gibt so einen Satz, es muss nicht jedes Objekt, wenn es vergleichbare Objekte gibt, unter Schutz gestellt werden. Ich glaube, da gibt es so ein bisschen so eine Gratwanderung. Man sagt, okay, es gibt ähnliche Aspekte, also ähnliche Gebäude, die in Hitzing schon unter Schutz gestellt werden, dann braucht man nicht das auch noch unter Schutz stellen. Vielleicht, aber ich persönlich hätte schon unter Schutz gestellt, weil da war nichts anders. Wenn man da anschaut, das ist vom Zaun her, von den Blechen, von den Türflügeln, von den Heizkörpern, die drinnen waren, von der Tür. Man braucht nur mal, schon die Tür hat noch das Loch mit dem Gitter und hier ebenfalls kein Loshaus oder irgendetwas oder keine Villa Bea ist mehr in seinem Zustand, wo man das auch hätte wirklich erleben können. Wir haben jetzt mit dem neuen Besitzer der Villa Bea in Wien jemanden, der zum Beispiel das vorhat, was ich total super finde. Der kann sich Gott sei Dank auch leisten, weil sonst hätte es wahrscheinlich eh nicht dazu kommen können, dass jemand sagt, okay, passt, ich mache ein Architekturmuseum beziehungsweise ein architekturgeschichtliches Museum aus dem Haus. Natürlich, das ist aus der Villa Bea, also aus dem, sage ich, prominentesten Beispiel der Architektur der Zwischenkriegszeit, sowas gemacht wird, ist natürlich toll. Und hoffentlich wird das dann auch am Ende des Tages funktionieren alles. Und zu diesem Objekt kann ich ja nur sagen, schade drum. Und bald gibt es nicht mehr viele solche Sachen, weil es hat schon, ich nach Wien gekommen bin, das ist auch schon eine Zeit lang her, da hat es noch irgendwie, ich weiß nicht, was es war, hat man noch nicht so genau geschaut. Man ist durch die Straßen gefahren, auf einmal hat man dann solche Dinge noch gesehen. Inzwischen ist einfach durch Google Maps, durch die sprunghaft angestiegene Zahl von privaten Bauträgern und so weiter, eigentlich dann kaum mehr irgendetwas, wo nicht schon jemand die Hand drauf hält. Ja, gut. Das möchte ich nur noch kurz sagen, weil das habe ich selber nie gesehen, aber das hätte ich, wenn ich in Wien in der Zeit zurückreisen könnte, dann würde ich in die Rustenschacher Allee Nummer 20 gehen, als erstes. Und mir dieses Gebäude anschauen. Ich meine, vielleicht der eine oder andere kennt es vielleicht, aber der eine oder andere kennt es vielleicht nicht, weil es ist ein unglaublich tolles Gebäude. Es gab zwei Bauhausarchitekten, beziehungsweise eine Architektin und einen Architekten. Das war die Friedel Dicker und der Franz Singer. Die waren in der privaten Kunstschule von Itten. Vor dem Ersten Weltkrieg nach Wien emigriert und hat dort eine private, sehr erfolgreiche Kunstschule betrieben. Und später waren sie dann am Bauhaus und die Friedel Dicker war eine besten Bauhausarchitektinnen, wenngleich sie nur sehr wenig gebaut haben. Sie haben drei Sachen in Wien gebaut, die es aber allesamt nicht mehr gibt. Das war der Tennisclub Heller in Hitzing, dann vom Loshaus Moller, von der Villa Moller, wie man sie kennt, haben sie das Gartenhaus gemacht. Das existiert leider auch nicht mehr. Das spektakulärste mit Abstand war das Gästehaus im Park des Grafen Herriot.
der ein unglaublicher Lebemann gewesen sein muss. Der hat also eine Villa, deren Prunk und Luxus aber nicht in das Präpotente abgedriftet ist, sondern mit sehr erlesenen architektonischen Konzepten gearbeitet hat. Der Architekt der Villa ist auch ein Wiener gewesen, der aber in Wien nicht viel gebaut hat. Mir ist jetzt ein neues Projekt in Tschechien aufgefallen, das ich demnächst einmal besuchen möchte. Aber wie gesagt, das war Bauhaus in Wien. Es gibt ja in Wien eigentlich sonst keine Bauhausarchitektur. Isabella? Ja, aber ist davon noch, meines Wissens ist davon nichts mehr übrig. Okay. Ich finde überhaupt über diese, es gab zwei Ausstellungen, eine glaube ich 1970 und eine 1989. Bei beiden ist noch mit Zeitzeugen gesprochen worden. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr möglich. Aber dieses Architektenpaar hat meiner Ansicht nach eine Ausstellung verdient. Auf jeden Fall. Und was diesen Kindergarten betrifft, das würde mich auch sehr interessieren, weil der war ja auch wirklich bis zum Mobiliar kindergerecht, was ja damals auch nicht so selbstverständlich war, wie es heute klingt. Der war sehr fortschrittlich. Es gibt zwei Publikationen über die Architekten. Ich habe sie mir beide über Umwege besorgen können, weil im, sag ich, normalen bestellbar ist da auch nichts mehr. Also sie ist als Künstlerin mittlerweile sehr gefragt. Die Friedel Dickers ist dann auch im KZ Theresienstadt meines Wissens umgekommen und hat aber dort sich hervorgetan, weil sie mit den Kindern dort Malkurse gemacht hat. Also ich will nicht zu sehr abschweifen, weil es ist mir vielleicht ein Diskurs, wenn ich jetzt zu lang werde, dann, ja, es ist nur, oder ein Exkurs, es ist nicht, weil ich es einfach zeigen wollte und weil ich das zeigen wollte, wie fortschrittlich dann gewisse Dinge waren, die man dann, und das ist leider schon sehr früh abgerissen worden, das ist 1960 abgerissen worden, wird die Spuren verschwinden immer mehr. Es gibt ja auch eigentlich nicht mehr als nur ein paar Fotografien. Vielleicht findet man da ja mehr. Mich würde es interessieren. Aber man hat da gesehen, was sie eben im Bauhaus gelernt haben und was in Wien sonst niemand gemacht hat. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber niemand gemacht hat, einfach die komplette Bauhauslehre angewandt auf ein Objekt, hat halt die richtigen Bauherren da haben müssen. Im Falle dieses verrückten Grafen hat es scheinbar funktioniert. Das generelle Wiener Bürgertum, das Wohlhabende, war deutlich konservativer und die haben meistens solche Sachen nicht gemacht. Deutlich konservativer als beispielsweise auch das tschechische Publikum. Gibt ja viel mehr Los, also zum Beispiel Loswohnungen und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, mindestens gleich viele Loshäuser in Brünn und in Prag, wie es in Wien gibt. Ja, bevor ich dann wieder zu dem Projekt komme, das ich bearbeite, noch ein aktuelles Beispiel. Das passt vielleicht zu dem, was Sie vorher eingewandt haben. Ja. Das, was wir vorher dieses Walter-Loos-Haus gesehen haben und jetzt dieses Haus Urwaleck, da ist jetzt der gleiche Zustand eigentlich, aber noch nicht mit dem folgenden Bild, wo dann nur mehr eine Wiese ist. Das ist in meinen Augen ein ebenso originales und ebenso schützenswertes Gebäude, wie das vorangehende, also nicht wie das Gästehaus Rio, sondern wie das Haus Bugner von Walter Loos. Thais Jaksch, diese Architekten waren oder sind vielleicht Ihnen ein Begriff vom ersten Hochhaus, vom Wiener Hochhaus in der Herrengasse. Ja. Das waren die gleichen Architekten, die sind dann im Architekturdiskurs ein bisschen untergegangen. Eigentlich kennt man sie vorwiegend von diesem einen Projekt. Der Umstand, denen dann in der Zeit, ob geholfen oder geschadet hat, weiß ich nicht, aber sie waren keine Juden, das war untypisch für die Avantgarde-Architekten. Die waren meistens jüdischer Herkunft und haben da meistens ein abruptes Karriereende gehabt. Und den Architekten ist das erspart geblieben. Sie sind dann auf die rechte Seite umgeschwenkt. Sie haben dann etwas abgeschwächter Form versucht, der nationalsozialistischen Architektur Vorschub zu leisten. Sie haben das meistens dann mit großen wehenden Fahnen vor ihren doch noch immer relativ modernen Objekten versucht, irgendwie das dann zu kaschieren. Und sie waren, glaube ich, zu der Zeit sicherlich eines der größten Planungsbüros, die es in Österreich gegeben hat. Zu diesem Objekt, es ist auch nach wie vor in
absolut originalen Zustand. Es ist nicht weit von Villa Beer, von Haus Hofer, von Loos oder vom Haus Scheu und ist ein wirklich interessantes Beispiel. Liegt brach und was damit geschehen wird, wird die Zeit zeigen. Ich wollte das nur einfach voranstellen, weil es mir persönlich der Umgang damit ein wesentlicher ist. Ah, ist doch nicht das Letzte. Warum passiert sowas? Ja. Und soll jetzt keine Uni-Vorlesung werden, und darum mache ich das ganz kurz. Ja. Beispielsweise, hier hat sich einer gedacht vom Wiener Flächenwidmungsplan, ja, da steht ja ein Haus noch da hinten. Dann ziehen wir doch einfach den Flächenwidmungsplan um dieses Haus hinten herum und wieder zurück. Was er natürlich nicht bedacht hat, ist, dann kann man eigentlich das alles bebauen. Ja, okay. Bauträger gekauft, Haus war nicht unter Denkmalschutz. Da gab es auch noch nicht, glaube ich, dieses MA19-Thema, wo Haus von 1945 vorher eingereicht werden. Und das war innerhalb kürzester Zeit weg. Und das war eines der spektakulärsten Häuser vom Ernst Blischke. Es war zwar umgebaut, aber finde ich, hätte doch einen etwas näheren Blick verdient. Ja, zurück zu unserem Haus Rezek und zwar zu den Bewohnern. Das waren Bewohner, die wir eigentlich durch Zufall ausfindig gemacht haben. Das war die Familie Rezek. Der Philipp Rezek war Internist. Die Anna Rezek kam aus der Linie Bunzel und Biach. Es gibt ja heute noch die große Papierverarbeitungsbetrieb und das Haus für die Wilbrandgasse wurde möglich durch ein Erbe, das sie gemacht hat. Und dann haben sie sich mit sehr viel Freiheit erlauben können, an einer schönen Lage in Wien ein Objekt zu bauen. Mit dieses Foto einfach, es war eigentlich ein Zufall. Ich habe die Adresse eingegeben, über eine Bildersuchmaschine haben wir dann ein Bild gesehen, wo eine jüdische Familie vor diesem Haus steht im Jahr 2006. Und das Bild hatte den Titel Moms House in Vienna. Angeschrieben und es hat sich dann herausgestellt, dass es tatsächlich diese Familie war, die damals ja nur leider 4 Jahre die Möglichkeit hatte, in diesem Haus zu wohnen. Und wir haben sie dann ausfindig gemacht und sie sind sehr interessiert und in dem Sanierungsprozess, den wir gerade durchlaufen, kriegen sie immer wieder von mir Informationen, wie es denn darum steht. Und es hat sich daraus ein sehr interessanter Austausch entwickelt. Sie haben, wie gesagt, nur kurz Zeit gehabt, darin zu wohnen und mussten dann fliehen. Es gibt auch, muss ich schauen, dass es nicht alles zu traurig wird, was ich da erzähle, aber es war halt die Zeit. Ja. Und das es wurde ihnen nach dem Krieg wieder zurückgegeben, immerhin, und sie haben es dann gleich verkauft, leider sehr oft umgebaut worden. Und wir setzen uns damit jetzt gerade auseinander. Was jetzt augenscheinlich ist bei diesem Gebäude, es gibt eigentlich kein Vergleichbares in Wien. Es gibt kein vergleichbares Objekt. Es spricht eine Sprache, eine tschechischen Moderne, beziehungsweise spricht die Sprache von gewissen Sanatoriumsbauten aus dieser Zeit. Also ich habe da exemplarisch 2 rausgenommen. Das Sanatorium auf der Alp in Bad Urach in Deutschland vom Architekten Schneck, beziehungsweise das wesentlich bekanntere Palmio-Sanatorium von Alvar Aalto. Die hatten ein Thema und das war Tuberkulose. Tuberkulose war damals eine nicht behandelbare Krankheit, bakterielle Infektion. Man konnte es nicht behandeln. Das Einzige, was man machen konnte, wo man draufgekommen ist, dass frische Luft, weil die Luft war ja nicht wie heute bei uns in der Stadt sehr gut, sondern sie war sehr schlecht, dass der Unterschied zwischen Luft, zwischen Stadt und Land signifikant war. Und darum hat man begonnen, meistens außerhalb der Städte in entlegenen Gebieten mit sehr hohem Aufwand Sanatorien zu errichten. Ich glaube, auch ein Zweck war, dass die kranken Leute möglichst aus den dichten Umgebungen weggekommen sind. Und wenn man sich dieses Bild hier anschaut, also diese Ecke hier könnte aus dem Haus Rezek sein. Und ich finde, das macht das Haus sehr speziell und das macht das Haus irgendwie einzigartig. Und auch besonders ist diese Art der Fenster, die haben wir auch. Das sind Vertikalschiebefenster, Verbundkonstruktion, keine Kastenkonstruktion, dass man 2 unabhängige, etwa 15 cm voneinander entfernte Fensterflügel hat, sondern in einer Verbundkonstruktion Vorläufer vom Isolierfenster, natürlich nicht annähernd so
gut und dicht, wenn man die bauphysikalischen Aspekte heranzieht, aber echt spektakulär. Also wir können dort die Fenster von unten nach oben schieben oder wir können auch beide Flügel in den Boden bzw. ins Parapet schieben. Dann hat man einen komplett freien, also das ändert sich dann eigentlich, wird so eine Art Veranda und beziehungsweise so eine Art Lodger. Das ist hier ganz deutlich zu erkennen, also diese horizontale Strukturierung dieses Baukörpers weist eigentlich eine sehr hohe Ähnlichkeit zu den diversen Sanatoriumsbauten auf. Den Reim, den wir uns darauf machen, ist, dass der Philipp Rezek als Internist möglicherweise mit der Errichtung, beziehungsweise dass das ihm möglicherweise ein Begriff war. Sie sind sehr viel gereist und in der Schweiz und wie gezeigt in Deutschland beziehungsweise in anderen Bereichen der Welt hat es gegeben oder beispielsweise das der Tuberkulose-Pavillon in Hietzing, der dann aus hunderten Fenstern dieser Art auch dreigeteilt bestanden hat und heute immer noch besteht. Ich glaube, er steht leer. Ich weiß nicht, was damit vorgehabt wird. Zweifelsfrei ist es immer nicht einfach, solche alten bautechnischen Details zu erhalten. Die Gegenüberstellung dieser drei Fotos, beziehungsweise die Aneinanderreihung dieser drei Fotos soll darlegen, wo es 1935 war, wo dieses erste Foto aufgenommen worden ist. Da gibt es dann auch, da entspinnen sich immer Diskussionen. Wir kennen die Moderne als weiße Gebäude und wir haben eine ganz hellocker Farbschicht festgestellt als erste Farbschicht. Das heißt, zumindest für dieses Haus trifft es nicht zu, dass es weiß war. Unsere Vorstellung der Weißmoderne rührt sehr stark von den paar Gebäuden aus der damaligen Zeit, die vermutlich auch wirklich weiß waren, beziehungsweise dem, was man danach eben gemacht hat, wo man eben wirklich um klare Formen herauszustreichen, die weiße Farbe gewählt hat. In der Mitte ist das Gebäude, wie wir es vorgefunden haben und wie ich vorher schon erwähnt habe, wahrscheinlich würde es das Gebäude nicht mehr geben, wenn es nicht unter Denkmalschutz gestellt worden wäre. Was allerdings passiert ist, ist, dass es komplett entkernt wurde. Also es war nichts mehr da. Keine Innenwand, keine Tür, ein paar Böden, keine Deckenkonstruktionen, also Konstruktionen schon, aber keine Putzträger bzw. Putz. Es war alles weg. Und unsere Aufgabe besteht nun darin, sehr viel wieder davon herzustellen. Also wir gehen sehr stark in eine Richtung der Rekonstruktion. Und einige Dinge machen wir eben geringfügig anders. Bei dieser Gegenüberstellung sieht man den Zustand, der damals war und der Zustand, der geherrscht hat, wie wir es vorgefunden haben. Auch da, und das ist so interessant, auch im Vergleich, wenn man das zu dem Dickersinger-Projekt sieht, das Gästehaus Herriot und das, man sieht ein viel, unter Anführungszeichen, gediegeneres, viel bürgerlicheres Ambiente, als es die klare und sehr stringent anmutende Architektur der Bauhaus-Architektur in Deutschland beziehungsweise in den Niederlanden oder auch in der Schweiz gemacht hätten. Also auch Gropius hätte mit so einem Interior wenig Freude gehabt. Wie dem auch sei, es macht es nicht weniger interessant dadurch. Es ist einfach so, so war es in Wien, ja, und beziehungsweise so ist es noch. Und unsere Aufgabe ist nun einfach, da eine adäquate Antwort zu finden. Natürlich sind bautechnische Anforderungen an die Gegenwart da, denen wir Rechnung tragen müssen. Das sind die gleichen Blickachsen. Man möchte es gar nicht glauben. Linoleumboden, zwar, der hat sich in großer Zahl in den Kinderzimmern befunden. Linoleum war ein teurer Bodenbelag damals. Man hat den deshalb verwendet, weil man sich davon versprochen hat, die Kinderzimmer am besten reinigen zu können und am saubersten zu halten, weil die Kindersterblichkeit war damals sehr, sehr hoch. Und genau eben wegen gewissen Infektionskrankheiten. Und da hat man eben diesen Linoleumbelag angewandt, von dem man sich bessere hygienische Bedingungen erwartet hat als vom Holzboden, beziehungsweise die Architekten haben das ja auch als damals schon modern wahrgenommen und das
ebenso durchgeführt. Diese fehlenden Zwischenwände, auf die ich vorher schon hingewiesen habe, beziehungsweise eigentlich das gesamte Fehlende, beziehungsweise die aufwendige Fenstermechanik, die wir in einem, sage ich, einem Herkulesaufwand versuchen wieder herzustellen, beziehungsweise selber uns da herantasten. Weil es gibt ja keine Anschauungsbeispiele mehr in diesem Objekt und vergleichbare Fenster, die genau dem entsprechen, was wir da haben, gibt es auch nicht. Ja, so schauen unsere Visualisierungen aus, wo wir dann versuchen, dass wir unsere Auftraggeber davon zu überzeugen, wie weit kann man gehen, wie weit lassen sie mit sich reden, da wieder etwas herzustellen. Der grüne Linoleum, den ich so gerne hätte, der ist bis jetzt noch nicht auf Gegenliebe gestoßen. Aber schauen wir mal, vielleicht ändert sich das ja noch. Aber im Grunde geht es darum, wir rekonstruieren dort, wo wir uns sicher sind, was war. Und wir sind beispielsweise bei den vielen nicht mehr existenten Einbauschränken und Einbaumöbeln, erlauben wir es uns dann quasi eine Interpretation, eine gute zupassende Interpretation durchzuführen. Wie ich schon gezeigt habe, das ist beispielsweise eines der Fenster. Wir haben eine wunderbare Tischlerei, ich möchte sagen Hinterhoftischlerei im 18. Bezirk, das liegt eigentlich wirklich in einem Hinterhof, haben wir für dieses Projekt gewinnen können und sie entwickeln gemeinsam mit uns diese ganzen Details und diese ganzen notwendigen Gedankengänge und Trial and Error Sachen, die wir machen, bis so ein Fenster geht, weil wir starten bei Prototyp Nummer 1 und selbst die Fenster, die damals hergestellt worden haben, haben eine längere Entwicklung und Verbesserung hinter sich. Das heißt, wir sind quasi, am Anfang erreicht man nicht einmal den Dichtheitsstandard von 1930, ja, bei den ersten Versuchen. Und das ist dann halt schon schwer argumentierbar gegenüber allen, warum wir das dann trotzdem machen wollen. Ja, weil man könnte das Fenster natürlich auch austauschen gegen ein Fenster, mit den gleichen Proportionen, dann könnte es halt nur kippbar sein oder vielleicht irgendwie gibt man dann unten noch einen Kämpfer und dann kann man einen Teil aufmachen. Aber das ist auch das, was ich persönlich daran bin, die Expertise aufzubauen, die Leute zu finden, die sowas machen können mit uns und diese vielen, 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 vielen Stunden, die man, sage ich, bezahlt oder nicht bezahlt, wohl eher nicht bezahlt, da hinein investiert und da braucht man einfach das gewisse Herzblut, das aber eigentlich dann wächst, genau in diesen Phasen, wenn es dann einen ersten Prototypen auf der Baustelle gibt, der auch funktioniert. Ich rede jetzt nicht von den vielen anderen, die wieder abtransportiert haben werden müssen, weil es dann doch nach dem dritten Mal aus der Führungsschiene gefallen ist und das ist natürlich nicht ungefährlich und naja, das ist so diese Arbeit und diese Thematik, es ist viel klein, man muss für dieses für diese Arbeit wirklich die entsprechende das Herzblut aufbringen und es, sage ich, ist ein Teilaspekt der Architektur. Es gibt sehr viele andere Teilaspekte. Ich habe mich jetzt in dieser scharfen Phase und auch für diesen Vortrag bei den Dingen, die ich zeige, sehr stark auf die beschränkt, die wir in diesem Bereich hier machen. Und ja, die Arbeit schaut dann ein bisschen so auch aus. Es ist eine Mischung aus Materialanalytik. Es ist ein Farbkonzept. Es sind hier die Artefakte aufgelegt, die wir noch sicherstellen konnten, die einen dann Hinweise geben, in welche Richtung man bei einer etwaigen Rekonstruktion oder gedanklichen Rekonstruktion, wenn man es nicht genau sicher sagen kann, wie etwas war, einem dann weiterhelfen können und sollen. Es ist auch einfach interessant auch zu sehen, was da für verschiedene Techniken und für verschiedene Oberflächenbehandlungen überhaupt für unterschiedliche Beschlagteile einfach aus einem fast schon kaputten Fenster dann noch rauszuholen sind. Viele Sachen waren nicht mehr vorhanden, haben wir im Garten gefunden, waren dreimal überstrichen
Und wir haben da ein tolles Team an Restauratoren, die wir da auch vom Bundesdenkmalamt empfohlen und zur Seite gestellt bekommen haben und die wirklich da mir als Architekt und meinem Team sehr große Hilfestellung geleistet haben. Und jetzt komme ich schon zum Abschlussprojekt. Ich glaube, ich werde es eh nicht mehr viel länger strapazieren, weil ich kann mir vorstellen, dass das mit der Maske mittlerweile schon ziemlich unangenehm ist, das Sauerstoff zu bekommen. Dieses letzte Projekt freut mich besonders, dass die zuständige Metallrestauratorin da heute auch da ist. Und das ist ein Gewächshaus in Mödling. Und das also, finde ich super. Es gab eine Firma, die Firma Hönsch, das haben noch eine Plakette gefunden da draußen an der Türe und die hat dann hingewiesen auf ein Unternehmen, das in Dresden beheimatet war, beziehungsweise Niederlassungen in Wien und noch in einer anderen Stadt. Ich glaube, auf der nächsten Folie ist das. Und dieses Gewächshaus ist von einer unglaublichen, vielleicht schaut das nicht so aus aus dieser Perspektive, aber Zierlichkeit und Feingliederigkeit ist in einer Holz-Stahl-Mischkonstruktion errichtet. Die Primärkonstruktion ist Stahl und die Konstruktion darauf liegend ist aus Holz gemacht worden. Es hat noch das Heizsystem, das damals patentiert worden ist, beziehungsweise ein altes Schwerkraftheizsystem, wo das warme Wasser langsam zu Boden gesunken ist und aufgrund dessen diese ganzen Heizungsrohre im Gefälle verlegt worden sind. Dieses Heizsystem verbräuchte Unmengen an Energie und ist auch mit Kohle betrieben worden. Das heißt, das können wir nicht wieder realisieren, aber es ist zumindest eines, es ist noch da, es ist noch erhalten und das belassen wir dann auch. Also das ist diese Firma Hönsch & Co., die diese Wein-, Pfirsich- und Orchideenhäuser da gebaut hat. Ich kann es hier nicht lesen, ich hoffe, Sie können das lesen, aber nein, da steht, sollte stehen, wo die alle niedergelassen sind. Aber ja, Wien, Dresden, Budapest. Ja. Und hier noch eine Zeichnung dieses Heizsystems, wie das damals ausgeschaut haben könnte, dieser sogenannte Hönschkessel mit Kohle betrieben, für heutige Verhältnisse nicht mehr durchführbar, aber trotzdem vorhanden ist dieses, beziehungsweise dieses Verrohrungssystem noch immer. Das Gebäude steht seit vermutlich 1976 leer und die Korrosion hat sich eigentlich in Grenzen gehalten, obwohl die Gewächshausscheiben schon länger nicht mehr bestehen. Das heißt, es war frei bewittert und das Ergebnis eines Sandstrahlvorganges sieht man hier davor und hier danach. Also man kriegt mit verhältnismäßig wenig Materialverlust mit Kunststoffgranulat-Sandstrahlen eigentlich wieder viel hin. So schaut unser Arbeitsalltag aus. Das schaut genauso aus, genauso aufgeräumt und ordentlich. Und das ist nur als so ein Hinweis. Wenn man sagt, okay, Glastausch. Nein, Glastausch geht nicht. Es ist die Frage, welches Glas? Ja, und man sieht hier in der unteren Ecke, sieht man ein Glas, so wie man die Gläser früher ohne Grünstich gehabt hat. Dieses Bruchstück hier ist ein originales Glas, das zeigt, dass das viel weniger Grünfärbung hat als beispielsweise diese heutigen modernen Floatgläser. Es gibt nur, um das als Beispiel darzulegen, ungefähr ja, in diesem Bereich 20 bis 30 Produkte, die man verwenden könnte. Für jeden Einsatzzweck sollte man dann das Richtige verwenden. In Deutschland zum Beispiel, Denkmalschutz schreibt dann auch speziell die Verwendung von diesen sogenannten Ziehgläsern vor und in diesem Detailgrad, arbeiten wir uns bei unseren Projekten vor. Und so schaut dieses Gebäude heute im Moment aus. Das heißt, wir haben uns da entschieden, eine komplette Einhausung des Gewächshauses vorzunehmen, damit wir wetterunabhängig arbeiten können. Aber es ist auch da wie dort sehr oft mit historischen Gebäuden, wenn man zu tun hat, kommt man sehr viele Schadstoffe beziehungsweise an gewisse
an gewisse Stoffe, die heute extrem gesundheitsschädlich sind. Blei ist hier ein Hauptthema gewesen, die ganze Korrosionsschutz, der ganze Korrosionsschutzanstrich war mit Bleiminium, wurde mit Bleiminium durchgeführt. Und das heißt, ein Sandstrahlvorgang ohne so eine Einhausung hätte schon vermutlich zu gröberen Anrainerbeschwerden geführt, zu Recht. Und so gesehen war das, ein Ding, das wir dann durchführen mussten. Ja, ich bringe zum Abschluss zwei Sachen, die nichts mit unserer Arbeit zu tun haben, aber die vielleicht dieses Kapitel abschließen. Und zwar, das ist einfach, wo ich mich gerne mit meinem Büro hin entwickeln wollen würde und mit meinem Team. Und wir sehen einfach, dass es dieses, diese Art und Weise, wie wir das versuchen zu betreiben, diese Restaurierung mit Architekturverstand und dem geschichtlichen Verstand beziehungsweise dem technischen Know-how, das aufzubauen und vielleicht das ein oder andere internationale Projekt, das es ja durchaus noch gibt, Dinge, die darauf warten, dass damit etwas gemacht wird. Natürlich müssen die Rahmenbedingungen passen. Wollen kann man vieles tun, ist dann wieder eine andere Sache. Aber ich habe hier exemplarisch das Haus, das zweite Haus von Eileen Gray, Tom Paya, herausgenommen, das auch in einem verhältnismäßig tollen Zustand für jemanden ist, wenn er sich dann daran machen würde, das zu sanieren. Alles noch da. Scherendor in der Garage, ja, die Sunshades, es bricht nur langsam auseinander. Ja. Das ist sehr einfach gebaut worden, einfach ohne einen Statiker. Das ist gebaut worden, einfach wie man halt vermutet hat, dass es gemacht, also dass es dimensioniert bzw. bewährt werden soll. So ist das dann durchgeführt. Und da und dort war es dann halt ein bisschen zu wenig oder Stahl war teuer, hat vielleicht ein bisschen zu wenig Bewährung reingetan. Diese Dinge sind alle mit dem gewissen Aufwand wiederherzustellen bzw. zu retten und kostet natürlich viel Geld und wäre aber ein großer Schatz, der verloren ginge, würde man es nicht machen. Und dann als vorletzte Folie haben wir hier ein aus gegebenem Anlass. Es gibt nämlich einen unbekannten Architekten, mehr oder weniger unbekannten Architekten, den Johannes Welz, Jean Welz, das ich dann genannt. Und der ist nach Paris gegangen, weil er am Haus Tristan Tzara von RF Loos gearbeitet hat und ist dann in Paris geblieben und hat ein spektakuläres Gebäude dorthin gestellt. Dieses Gebäude ist das Maison Sivelli und das ist im Jahr 1933 errichtet worden. Ist diese unglaublich. Also ich glaube, in Österreich, man hätte das nicht machen können, beziehungsweise, wie ich vorher gesagt habe, teilweise sind die Sachen nicht wirklich ausgerechnet worden. Die Hauptproblematik jetzt nach 90 Jahren, vor allem, wenn da mal die Pflege irgendwann aussetzt, ja, das ist wie mit einem Menschen, wenn irgendwann das Alter erreicht und dass das Gesundheitssystem, das Immunsystem runtergeht und jemand tut nichts, dann geht das immer schneller, beschleunigt sich. So ist es auch bei Gebäuden. Und dieses Gebäude, das tut mir in der Seele weh, weil dieses Gebäude ist ebenso, ne, bitte verzeihen Sie mir meinen Enthusiasmus, wenn ich da immer sage, das ist so super, das ist das Original. Ja, das ist einfach so, am besten, wenn es nie umgebaut worden ist oder saniert oder renoviert worden ist. Und das ist hier der Fall. So ist der Zustand heute. Und da sollte man eigentlich was machen. Aber die Schweden sind ja so stolz auf ihren Josef Frank, ja, und waren ja auch sehr lange im Gespräch, dass sie dann bei der Villa B etwas machen oder die schwedische Botschaft und dergleichen. Ja, und sie sind wahnsinnig stolz. Es ist sicherlich einer ihrer bekanntesten Architekten. Und dieses Gebäude eines österreichischen Architekten, so fortschrittlich, wie es aus der Zeit nach dem Abbruch der Dicker-Singer-Projekte niemand mehr zutrauen würde, dass ein Objekt ähnlich spektakulär war. Ja, und jetzt ist leider der Fall, dass das der Eigentümer allen Ernstes abreißen will, um es zu rekonstruieren. Also das habe ich noch nie erlebt, dass jemand sagt, ich will was abreißen und dann rekonstruieren. Ja, hat natürlich dann keinen historischen Wert mehr. Das ist ein absoluter Unsinn. Noch dazu wäre es ja auch leicht herzustellen gewesen, zu bewerkstelligen gewesen. Aber
wie gesagt, ich persönlich, ich möchte mich in diese Richtung entwickeln, dass ich mit meinem Büro diese Expertise aufbaue, dieses Know-how im Lauf der Zeit aufbaue und vielleicht auch dazu beitragen kann, dass das eine oder das andere dann auch wirklich durchgeführt wird und ein Stück weit erlebbar bleiben wird. Und somit komme ich auch schon zum Ende des Vortrags. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie lange es dauert, aber ich glaube, es gibt nachher dann noch etwas Gutes zu trinken, so im Vorbeigehen, im Rausgehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch irgendwelche, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, wenn Sie die jetzt stellen. Herzlichen Dank, lieber Max. Der Enthusiasmus ist ansteckend, Gott sei Dank. obwohl alle hier Masken tragen, glaube ich, hast du sie jetzt sozusagen mit dem 30er-Jahr-Virus infiziert. Es gibt eine Frage aus dem Internet, aus den Damen und Herren, die du vielleicht sogar schon jetzt beantwortet hast, aber was wäre dein absolutes Traumgebäude, wenn du dir das aussuchen könntest? Muss ich kurz überlegen. Ich will schnell eine Antwort parat haben, ist oft gar nicht so leicht, weil in dem Fall gibt es auch vieles, das da auch wirklich notwendig wäre. Nein, mir fielen aus dem Stand weg 10 ein. Ja. Aber dann sage ich vielleicht, dass man sich leichter verbildlichen könnte, sage ich dann, würde ich eigentlich sogar eines von diesen zweien hier nehmen, weil ich auch der Meinung bin, dass für diese Objekte muss man Zeit haben, viel technisches Wissen haben, einen Auftraggeber haben, der Geld hat. Allein zum Beispiel so einen brüchigen Beton zu sanieren oder bei dem zum Beispiel würde man hergehen, es gibt in der Betonsanierung so neue Methoden, die zum Beispiel mit Kohlefaser agieren. Da würde man in so eine dünne Stütze Kohlefaserstreifen einbringen, oben und unten sichern. Und dann mit einer ganz dünnen, also eine restauratorische Arbeit, dann mit einer ganz dünnen Betonschicht wieder sanieren. Also und beide haben architektonische Relevanz. Es geht ja nicht nur um die Technik und es geht auch nur nicht um die Geschichte oder wenn ich es jetzt noch abwertend sagen würde, Folklore, das ist mir alles völlig fremd. Ja. Und auch was ich da gesagt habe, 30er Jahre, das ist ein Teilaspekt meiner Arbeit. Ja. Ich habe es jetzt zum Schluss sehr ausführlich gebracht, darum ist das vielleicht jetzt einen gewissen Überhang, aber im Grunde könnte ich jetzt sagen, eines von diesen zweien würde mich freuen, weil ich auch, sage ich einmal, gerne international tätig werden möchte und auch mit dann anschauen, wie wird es dort gemacht oder was kann man da tun. Im Grunde, glaube ich, ist es auch leicht übersetzbar, die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, weil die Materialvielfalt war damals noch nicht so gegeben. Und das heißt, wenn man eines kann, hilft es einem beim nächsten Projekt auch wieder. Aber es fallen mir auch viele Beispiele ein, die ich sonst noch machen würde, allein in Wien. Ja. Das, auch die Villa Bär, ja, macht schon ein anderer, ein Kollege, freue mich für ihn. Und das wäre auch ein tolles Beispiel, aber es gibt mannigfaltige, ja, weil es auch dann oftmals die Besitzer von der wirklich schwierigen Frage stellen, was mache ich mit dem Objekt? Ja. Das, wenn es unter Denkmalschutz ist, ist das ja für viele und ich glaube für 90% der Bauherren und für 70% der Architekten eine Belastung, wenn es unter Denkmalschutz steht. Und das ist leider so. Aber du siehst es als Qualität und schälst diese Qualitäten auch heraus. Der Bauherr, der jetzt sozusagen die Villa Retzeck saniert oder von dir sanieren lässt, wie geht es dem, wenn du sagst, das ist das dritte Prototyp, wo das Fenster rauskippt? Verlieren die Geduld? Braucht man da sehr viel Überredungskunst, sozusagen jetzt probieren wir noch einen und zahlen noch einen Prototypen oder ist der dann auch infiziert und kannst du den zum Teil mitreißen? Ja, also wir versuchen natürlich den Enthusiasmus rüberzubringen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum jemand uns sucht, ist, wenn er sehr genau in diese Richtung haben will. Wenn jemand sagt, ich habe das schon oft gehört, ja, das Denkmalamt, das machen wir schon, die stellen wir schon zufrieden oder das schauen wir, das haben wir immer so gemacht oder gängige Praxis einfach, das wird jetzt, glaube ich, nicht mehr so leicht, aber früher war es immer, man lasst ein Gebäude einfach verfallen, bis man irgendwann sagt, das
leider, jetzt geht halt nichts mehr. Und dann durfte man es abreißen, also hat diese Wege rundherum. Aber wenn bei uns jemand, sage ich, anklopft, dann vermutlich deshalb, weil er möchte, dass mit dem sorgsam umgegangen wird. Und auch würde ich glauben, dass wir nicht so eine gute Architekten- und Bauherrenbeziehung aufbauen könnten, wenn dagegen gearbeitet werden soll. Und noch einmal, es gibt Beispiele, also Denkmalschutz steht ja nicht immer über allem und es gibt ja auch immer Auslegungsfragen. Und beispielsweise, wenn man sich anschaut, wie der Domenik mit seinem Dokumentationszentrum in Nürnberg umgegangen ist, da bewusster, sage ich, Zerstörung der historischen Substanz, die aber in diesem architektonischen Kontext absolut notwendig war. Ja, also es ist der Erhalt oder die Rückführung an den Erstzustand oder so, das ist nicht unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkt das Erstrebenswerteste. Mhm. Es ist oft einfach schön. Also ich finde es persönlich schön und ich finde es einfach spannend. Aber es gäbe genauso auch die Möglichkeit, dass man beispielsweise bei der Villa Rezek sagt, alles, was nicht mehr original ist, wird klar gekennzeichnet. Und es gibt vielleicht noch die eine oder andere architektonische Intervention. Mhm. Das wäre absolut legitim. Mhm. Was ich finde, was nicht legitim ist, ist so etwas abzureißen, um dann was Ähnliches wieder zu bauen, das ist Unsinn. Mhm. Aber ansonsten, sage ich einmal, gibt es da einen breiten Spielraum und wir entscheiden auch von Projekt zu Projekt, wie wir da damit umgehen. Ein Schwenk noch, letzte Frage zum Thema Neubau. Ja. Du hast auch eins deiner Favorites, das Haus deiner Mutter, also das Atelier deiner Mutter. Ja. Du hast vorhin erzählt, du kommst aus einer Architektenfamilie, jeder Architekt hat eigene Vorstellungen. Wie geht es dann deinem Dad, wenn die Mama kommt und sagt, bau mir das Atelier? Gibt es da dicke Diskussionen oder hast du da freie Hand? Oder? Ja, das ist ein interessantes Forum, diese Frage zu beleuchten. Nein, ich sage, es ist ja deshalb witzig, weil mein Vater kam ja, ist immer eine gewisse dominante Figur gewesen in der Architektur. Also auch für den Domenik irgendwann zu dominant wahrscheinlich. In seinem Willen einfach große Projekte umzusetzen. Er kam aus der Zeit, wo er einfach das gelernt hat und auch noch aus der kurz nach der 68er Generation, wo man von all dem überhaupt nichts wissen wollte. Von dem ganzen Erhalten, wurscht, weg damit, wir machen es neu. Und und damit war auch noch viel gesellschaftlicher Aufbruch verbunden, der spannend war. Und drum, so ist er sozialisiert worden und so ist er einfach dann auch sehr schnell zu großen Projekten gekommen, die, sage ich, eine wirkliche Relevanz hatten. Und in Graz war ja damals die Grazer Schule auch aktiv. Von der Terrassenhaussiedlung in Graz gab es ja international wirklich sehr beachtete Beispiele. Und diesen Bogen jetzt nicht zu weit zu spannen, es war natürlich so, dass das ein Vorschlag ist. Mein Projekt ist ein Vorschlag. Wird sich das durchsetzen gegen das andere? Oder hat es sich vielleicht schon durchgesetzt oder eben nicht durchgesetzt? Die Frage lasse ich jetzt einmal einfach offen. Aber ich sage eines, er ist überhaupt nicht in der Position, wo sich in den Ruhestand zurückziehen möchte. Ich verstehe das auch. Ich finde das auch das Schöne an Architektendasein. Also ich kenne keinen wirklich namhaften Architekt, der irgendwann einmal gesagt hätte, ich lasse es bleiben, solange der Körper und der Geist das Hirn mitspielt. Will wahrscheinlich jeder Architekt, der eigentlich Architektur macht, weil er es einfach gerne hat, weiter tun. So sehe ich das auch. Also ich muss nicht arbeiten. Ich mache das einfach gerne und ich hoffe, das bleibt auch. Und das ist nicht übertrieben, wenn ich das sage. Es ist einfach auch mit der Zeit gekommen, irgendwie, dass man es ein bisschen besser steuern kann, welche Projekte man machen kann und welche man durchführt. Ja. Das gelingt mir mittlerweile relativ gut und dann ist es auch nicht so dabei, dass man dann irgendwie sagt, jetzt muss ich schon wieder dieses blöde Projekt abarbeiten. Das ist auch vielleicht der kleine Vorteil eines kleineren Büros, dass man nicht immer so große Mannschaft mit sich mitschleppt, wo dann immer man große Projekte noch größere braucht, damit man die Mannschaftsstärke halten kann. Ja. Ich bin in Schottenfeldgasse lange Jahre und habe dort miterlebt, was Aufstieg und Fall eines Büros bedeutet. Kleine Truppen fangen an, gewinnen einen Wettbewerb, dann gewinnen sie noch einen Wettbewerb, bauen sich eine große Mannschaft auf, dann
rasselt das nach ein paar zweiten Plätzen dann wieder runter auf die Rumpftruppe. Und das bleibt mir jetzt noch ein bisschen erspart, wenngleich ich auch sagen muss, ja, ich will auch neue Aufgaben haben. Also die Einfamilienhäuser, da oben sieht man noch eines der letzten vielleicht, die sind auch bald einmal durch. Ja, das ist für mich nicht die größte Erfüllung, die es architektonisch geben kann. Es macht mir Spaß und ich glaube, wir machen es auch relativ gut. Aber irgendwann kann es dann durchaus einmal was sein. Und vielleicht kann ich ja den Lukas nochmal dazu animieren, einen Wettbewerb zu machen. Er schüttelt den Kopf. Naja, vielleicht einen oder zwei. Spaß und bis zum nächsten Mal.